Aber ich finde, das sind die Wolken, die da die da oben sind, ne? Ich weiß nicht, ob dich die ausschalten. Ich glaube mal. Wo sind die denn zufällig? Animationen hier, ne? Animierte Lava? Nee. Oder sind die hier? Unter Leistung auch nicht. Sonstiges vielleicht? Nee, wo sind die denn? Wo sind die denn? Das ist eine gute Frage. So, hier sind Wolken nämlich aus und man sieht die jetzt nicht. Aber was ist, wenn ich jetzt... Wo haben wir denn Grafikeinstellungen? Auf schön mache. Naja, sieht ja immer noch aus wie Bullshit, ganz ehrlich. Also ich finde, das ist auch nicht so schön. Und was, wenn wir jetzt einmal hier die... auf Standard machen? Wie sieht es dann aus? Haben wir gar keine. Ja, moin. So geht's natürlich auch. Also ich glaube entweder... Moment, wir schauen mal kurz nach. Wolken. Standard wie Grafikmodus, schlechte Qualität, höhere Qualität, aus keine Wolken. Wir machen die aus. Ganz ehrlich, wir müssen irgendwie FPS sparen. Und wir haben ja von der Shader zum Glück Wolken. Und das sieht ja auch schön aus, ne? Wir müssen halt wirklich irgendwie schauen, dass wir sparen. So, dann schaue ich da nochmal nach. Die Tests, wir haben Bäume. Intelligent. Standard, schnell, fein, schön. Aber was ist jetzt der Unterschied bei den Bäumen? Wenn wir Bäume schön haben. Schnelle Bäume haben teilweise transparent. Wir machen mal auf intelligent. Wenn wir jetzt auf intelligent machen, was dann? Okay, Moment, wir gehen dann nochmal auf Optionen, Grafikeinstellungen, Detail, Standard. Ah, okay. Wir sehen jetzt hier schwarze Texturen. Und das hieß, wenn wir jetzt nämlich auch schön machen, was ist denn intelligent eigentlich im Moment? Bei schnell haben wir, glaube ich, auch die ganz normalen. Genau, Optionen, Grafikeinstellungen. Wenn wir jetzt nochmal auf intelligent drehen, dann haben wir... Dann können wir durchgucken dort. Ah, okay. Und wenn wir jetzt nochmal... Ach, nee. Wenn wir jetzt nochmal hier auf Details reingehen und auf schön machen. Macht es an sich keinen Unterschied, ne? Dann können wir auf intelligent lassen, würde ich mal sagen. Weil ich hoffe, dass intelligent die... von alleine macht. So, Nebel. Wenn er von der Grafikkarte... Ja, machen wir mal. Schalten wir mal aus. Blocktransparenz. Ja, lassen wir mal so. Alter, meine FPS ist ja direkt auf 60 hochgegangen. Also wenn es so bleibt, habe ich kein Problem mit. Da können wir das so lassen. Habe ich kein Problem mit. Ich glaube, ich fuchtel hier nochmal ein bisschen rum. Dann haben Blocktransparenz. Konnte die Farbmischung von unseren Blöcken mit verschiedenen... Achso, das ist dann das hier, ne? Würde ich mal sagen. Aber wir lassen uns doch schön. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn noch hier ein bisschen? Wir haben hier nochmal Gegenstände. Wie Grafikmodus, zweidimensional, dreidimensional. Und sonst? Ja, muss ich mir. Ich weiß, dass ich das öfters benutze. Aber. Ist ja auch 3D, ne? Aber ich muss sagen, ich habe mich noch nie so intensiv mit Optifine beschäftigt wie jetzt gerade. Also alles 3D. Hä? Ich verstehe hier gerade den Unterschied nicht. Gegenstände. Liegende Gegenstände. Standard wie Grafikmodus zweidimensional. Dreidimensional. Wir lassen nochmal dreidimensional. Visueller Effekt. Der die Bildschirmmeckern abdunkelt. Standard wie Grafikmodus wie deaktiviert langsamer. Kann sich im Extrem auf die Leistung auswirken. Wir lassen das auf Standard. Sumpffarben lassen wir. Regen und Schnee. Schön. Oh, was habe ich denn da gemacht? Nein, was habe ich denn da gemacht? Biomübergang.
Ist es ein Biomübergang? Okay. Blockvarianten. Nutzeralternative Blöcke für einige Blöcke. Ja, machen wir nicht. Objektschatten. Zeige Objektschatten. Lassen wir an. Gegenstandsbeschreibung. Nebelstart. Umhänge an. Sterne an. Schön. Okay. Wir haben jetzt aber unsere 60 FPS hoffentlich. Haben wir die? Also sieht auf jeden Fall 50 FPS. Sieht gut aus. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber von mir aus. Also, ich hoffe, jetzt ist es auf jeden Fall besser geworden. Was haben wir denn eigentlich noch hier drin? Sag mal, Animation, ist alles an? Ja, sieht schön aus. Lassen wir auch alles an. Wir haben dynamische Beleuchtung. Keine dynamische... Dynamische Beleuchtung, Moment mal. Haben wir ja drinnen, ne? Und was zeigt er dann? Also leuchtende Gegenstände beleuchten die Umgebung, wenn sie in der Hand gehalten von anderen Spielern. Lol. Verstehe ich jetzt nicht so genau, was das ist. Helligkeit lassen wir mal an. Auto, maximale Größe. Okay, muss man nicht verstehen. Einfache weiche Beleuchtung. Was haben wir denn noch eigentlich? Die andere Beleuchtung. Maximum. Komplexe weiche Beleuchtung. Lassen wir mal an. Lassen wir mal an. Machen wir das Ganze schöner. Ich muss mal schauen. Was haben wir denn noch? Gehbewegung lassen wir an. Ach, schnell. Was haben wir denn hier noch? Verändert das Aussehen von Wolken, Blättern, Wasser, Schatten. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das Ganze zum Einstürzen bringe oder doch nicht. Na gut, lassen wir das so. Lassen wir das so einfach. Hat sich gefühlt nicht so viel, aber okay. Lassen wir das auf schön einmal. Solange wir irgendwie die FPS oben halten. 59 FPS, ja siehst du. Solange ich die irgendwie oben halte, ist ja alles in Ordnung. Dann kann ich ja jeden Rumfunk machen. Qualität. Die Map am nächsten. Aus. Wir haben da maximale. Maximale Verringerung von Details. Diese Einstellung beeinflusst normalerweise nicht die Leistung. Der weit entfernte Objekte besser aussehen lässt, damit die Textur verringert werden. Aus, keine Verringerung. Oh. Das wollte ich jetzt ungern machen, aber dann warten wir einmal eine Runde. Gut, manchmal muss ich auch von manchen Sachen die Finger weglassen, merke ich gerade. Dann lassen wir mal so, wie es ist. Leuchten, besseres Gas. Was haben wir denn hier? Schön, was haben wir hier so schönes? Standardschrift, lassen wir mal so. Vermutung Textur verbinden. Machen wir mal schön. Himmelstexturen lassen wir an. An ist. Lassen wir mal so. Was haben wir denn jetzt umgenommen? Wir haben das Gras schöner gemacht, wie es aussieht, ne? Haben wir? Haben wir. Weiß ich nicht, ob wir das gemacht haben, aber. Sieht hoffentlich schön aus, das Ganze, ne? Aber wir haben jetzt unsere FPS runtergedroppt. Warum auch? Haben wir die jetzt runtergedroppt? Wir arbeiten mal eine Runde. Ja, wobei 60 FPS, ah, geht so. Also können wir weitermachen. Qualität haben wir dann so gesagt, durchgeackert. Leistung. Träge Schanklauten ist, glaube ich, wenn wir das anhaben, okay. Dynamische Aktualisierung. Schnelle Mathematik, was ist das denn? Also ist aber eigentlich nicht für uns so besonders. Und sonstiges ist jetzt auch nicht so für uns. Okay, dann haben wir das ansonsten durchgeackert, ein bisschen. Und mal schauen, wie sich das auswirkt auf uns. Ob das ein... Ich wollte Erde holen, scheiße. Jetzt habe ich mich so sehr abgelenkt. Und ich wollte eigentlich Erde holen. Das war mein Ziel. Und selbst das Ziel habe ich nicht erreicht. Auch nicht schlecht. Gut, dann machen wir das Erde, Kies. Ne, komm zu mir. Erde, weil dann können wir vielleicht nochmal die zweite Seite auch nochmal mit Erde voll machen.
damit wir das fertig haben. Und ihr könnt gerne mal in den Kommentaren reinposten, was man so bauen kann. Weil ich habe, wie gesagt, keinen Plan. Wenn ich hiermit fertig bin, dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Was machst du denn hier, sag mal? Ja, wer hat dich eingeladen hierher? Keiner. Ich zumindest nicht. Ach, hier, das ist der Richtige. Der hier wird auch nochmal ersetzt. So. Dann haben wir das soweit fertig. Dann haben wir die Seite. Ja gut. Jetzt heißt es bei dem auch nur noch, ich muss den ganzen obere Decke entfernen. Muss halt auch noch gemacht werden. Hier mit dem Vorteil, da haben wir schön alles mit Dings erfüllt. Mit Kies. Somit hacke ich da einmal dran und zack ist alles dann weg direkt. Natürlich können wir auch wieder auf Diamantenjagd gehen, ne? Das ist auch ganz wichtig. Diamanten brauchen wir unbedingt. Die Frage ist nur, wie wir das bekommen. Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal schauen, wie wir die halt bekommen im Endeffekt. Ja. So, Moment. Wie weit sind wir? Wir müssen... Okay, die Seite auch nochmal wegmachen. Dann haben wir, sind wir halt in die Breite, soweit es geht, gegangen. Natürlich können wir, wenn wir noch ein Feld dran machen wollen, noch weiter in die Breite gehen. Aber fürs Erste würde ich mal sagen, reicht das so. Das heißt, es geht nochmal 2 hoch. Ja. Wenn ich eine bessere Spitze, wobei ich muss mal auch nochmal Verzauberungstisch machen. Das ist auch ganz wichtig, genauso wie Bücher drumherum. Um das Ganze dann zu verzaubern, das ist auch jetzt wichtig, ne? Huch, da bin ich einmal runtergefallen. Ja. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig aktuell. Aber alles mit der Zeit. Ja gut, das können wir zum Beispiel noch machen. Wie weit sind wir eigentlich mit den Fortschritten? Oh Gott, was ist das denn? Können wir nicht hier zurückgehen? Erlege jedes Monster mindestens einmal. 9 von 25 verschiedenen Monstern gibt es, meine Gute. Wie weit sind wir denn hier eigentlich? Wir sind Abenteuer Landwirtschaft. Wir haben hier... Ist alles essbar gesetzt, wenn es nicht gut für dich ist. Und verbrauche dann jemanden und lenke dann über dein Leben, ne? Angle einen Fisch. Das können wir auch mal machen. Fisch machen. Zähme ein Tier. Was haben wir hier? Lenke mit deinem Pfeil ab. Haben wir auf jeden Fall noch was zu tun. Entdecke alle Biome. 42 verschiedene Biome gibt es. Oh, oh, oh. Also da haben wir auf jeden Fall. Da haben wir doch noch was zu tun, würde ich mal sagen. Ne? Ich bin mal gespannt. Das müssen wir auch auf jeden Fall machen, ne? Alle Sachen mal machen. Alles mit der Zeit. So, da kommt schon die nächste Spitzhacke dran, ne? Siehst du? Also, wir hacken doch schneller als weg, als man denkt. Oh Gottchen, wir müssen ja den... Oh, es wird ja... Wenn ich jetzt schon überlege, das Ganze zu machen. Gar keine Lust. Nee, ganz ehrlich, also... Das ist halt... Da überlege ich mir wieder, warum habe ich mich überhaupt nach hier unten hingebaut? Warum wollte ich meine Farm unbedingt hier unten haben? Ganz ehrlich, oben wäre ich schon 1000-mal schneller fertig. Gut, das Problem ist natürlich, ich müsste schauen, wie das mit dem Platz aussieht. Und ja, so eine riesige Farm, wie ich jetzt hier aktuell habe, wenn man sich das mal anguckt, ne? Oh, da müsste ich auf jeden Fall auch einen Platz dafür haben. Weil hier unten, den, da haben wir den Platz dafür, ne? Das ist der Vorteil, wir haben hier unten den Platz. Problem dabei ist, wir brauchen die Spitzhacken, um das Ganze alles wegzuräumen, den Platz. Meine Fresse. Ja gut, außer wir holen Sprengstoff und dann TNT oder Ersatz Schwarzpulver. Hoppala dann. Kurz, oh mein Gott. Es tut mir leid dafür. Und wir holen Sprengstoff oder Schwarzpulver, ja gesagt, machen aus TNT und sprengen dann alles in Luft. Das wäre die andere Alternative, die wir dann hätten. Und dich dann auch ein bisschen... Bevor haben wir denn gar... Haben wir wirklich gar kein Schwarzpulver denn? Oder Sprengpulver, ja gesagt. Einfach nochmal nachschauen. Das kann ich gar nicht fassen. Weil irgendwo müssen wir doch bestimmt was haben, oder nicht? Wo kommst du denn jetzt bitte her?
Als ob es da nicht ausgeleuchtet ist, sag mal. Das kann doch nicht sein. Gut, wir können vielleicht mal irgendwann mal ein besseres Haus bauen. Das wäre noch so eine Sache. Aber ansonsten...